gestärkt und erholt zurückgekommen von der Pause. Jetzt haben wir. Nein, ich schwör's euch, liebe Freunde, jetzt haben wir da gefühlte 50 Grad drinnen, ja? Nur immer. Und der Jungs sitzt da hoch noch immer mit dem Rückenpullover. Du, Klaus, ich leg dann gerade zu, jetzt um 7, da kann nichts passieren, schau. So, meine Damen und Herren. Schon wieder. Schon wieder. Jetzt werden wir wieder ernst. Wir kommen zu dem Ende. Was lachst du da? Na, die Frau Bürgermeister, in ihrer vollen Pracht, ja, zeichnet ja verantwortlich auch für Tourismus. Ja, und bei der letzten Gemeinderatssitzung hat sie gesagt, liebe Freunde, und Ihnen, das wird ja gegendert jetzt mittlerweile, ja, seit die Frau Bürgermeisterin ist. Wir müssen was machen, dass in Gföhn der Tourismus gelegt wird. Jetzt habe ich die Angst. Attraktion machen in Gefühl? Ja, natürlich. Alle einstimmig. Einstimmig! Rot und schwarz ist eh klar, weil der Sturm hat schon fast am Schoß oder nur was. Geschieht sofort, ja. Der Blaue hat halt kaum um und aufgeschreckt, der hat einen geschlafen hat, ja. Wir machen eine Kühlmatte, da haben wir nicht gerade, das ist nicht klar, ja. Viel ist anders, ja. Und das Beste, der starke Erik von den Blauen hat auch dazu geschrieben. Deswegen, weil es geheißen hat, wir, das ist der Vorschlag, ist bitte von unserer Frau Bürgermeister gekommen, wir bauen einen Schilfgipfel. Ja, lachen jetzt ein Mädchen, ja, ja. Weil der Halle nicht drauf soll, ja. Nein, Bürgermeister hat gesagt, wir bauen einen Skilift-Gipfel. Der Stachel hat gesagt, ja, da bin ich dabei, weil der hat sich schon gesehen, auf so einer Gondel sitzend, ja. Und darum hat er zugeschrieben, wisst ihr warum? Da hockt er sich auf die Gondel runter und schießt auf seine Viecher runter. Ja, das passt, das ist Hochstand, ne? Oder? In Wirklichkeit. Ja, der Sturz ist ein Hochstand. Ne? Der Stachel, das macht er mit Kalkül, ja? Ja. Und die Frau Bürgermeisterin hat dann gesagt, wer erklärt sich bereit? Irgendwer muss ja dann Erkundigungen einholen. Anna Berg oder Flachau, ja, wie schaut das da aus? Sturz hat gesagt, nein, ich nicht, ich bin zu beschäftigt. Und dann war doch okay, von Bühne gesagt, na, wer hat Zeit? Na ja, da holt so immer Zeit. Ja, und jetzt hat sie gesagt, du, lieber Franz, bitte schau dir das einmal an in anderen Skigebieten. Wie das jetzt ausschaut, meine Damen und Herren, werden Sie jetzt im nächsten Catch, ob jetzt Catch gesagt? Bis jetzt habe ich mich nie versprochen, oder? Oder? Ja, ja. Spüre zu. Das sehen Sie nun im nächsten Sketch, meine Damen und Herren, und zwar die Gondelfahrt. Viel Vergnügen!
Lügner. Der andere ist Sie, schickt den Bären. Das ist Sie. Schon da sind, wisst ihr, dass ich eine Pflicht getan habe, fünf Leute sind ja schon genug, so wie ich es weg habe. Tolle Sache. Ja. Ja. Ja, ne, schon, die Leute sind da. Alter, was ist denn jetzt? Was ist denn da? Warum geht's noch nicht weiter? Mensch, steck doch mal die Karte rein! Was ist denn? Was meinst du mit der Karte? Steck doch mal rein! Ah, das meinst du, okay? Ah, nicht schlecht. Fuchs, ich muss mir einfach ein bisschen nicht vergehört. Nö? Ah, schon her. Schon her. Das sind wir gerade da, eine ganze Zeit am Plätzchen, gell? Weil, ich bin der Jager auf einem mobilen Hochstand. Was treffen? Haben wir einen stationären Hochstand schon nichts treffen? Ne? Das ist ein anderes Thema. Ah, da kommt schon so ein Donald-Ding. Mhm. Ja. Wird der gute Chef? Ist der Wurscht, kommt in den nächsten, ne? Aha. Ja, was sagst du? Ist der rein? Das gibt es sogar. Mensch, Ösi, steig doch mal ein! Gefällt dir die Gondel nicht? Was ist der Partei, was der nicht steht? Bleibt die Gondel ja direkt! Weil ich wollte gehen, Herr! Von hier ist das Klumpert! Das hat aber dann dieser nette Lift war auch gemeint, ich könnte schon langsam die Gondel betreten. Gut, habe ich aber gemacht. Oder zumindest habe ich es probiert. Ich wollte mit voll wagemutig da reinhalten in diese fahrende Gondel. Zack! Was ist jetzt? Das ist eine Schiene da in der Scheißkammer. Das gibt es ja nicht. Da reden, da quer nicht. Jetzt glaube ich, der letzte, nette Lift war so weit, dass er hergekommen ist, hat er die Ski abgenommen, hat sie in den Papierkorb gestellt in der Gondel und hat in die Gondel reingezahlt. Da tippt der Liftkieber da. Und da so sitzt. Nehmen wir, vis-à-vis von mir, die drei Marmeladinger, ne? Oh, ich habe da quasi nichts gesagt, weil das sind nicht nur mehr die drei genommen. Hab mir gedacht, du willst ein bisschen die Aussicht genießen, gell? Quah! Bist du Depper, du Gesange? So! Wir haben es so geschreckt, dass ich zwei Weichen Erde zum Frühstück gegessen habe, das würde ich meinen Körper verlassen haben. Und ich dann ja schon langsam wieder niedergesetzt, weil ich ein Kino aufhalten. Und die drei, die so wie von mir, die haben aber schon langsam das Sprechen eingestellt. Und sie gegenseitig angeschaut. Wir sind noch Hase. Ja, ich meine, der Linke und der Rechte, die haben einen Kopf beim Fenster ausgerollt können. Aber der Mittler wird man auch. Ja, da bin ich uns so aufgefallen, wie man noch gehofft hat, wie das bei einer Gondel so ist. Das ist natürlich wieder nicht schnell, das ist ja logisch, ne? Das ist da oben dann. Was sie kauft aus dieser fahrenden Gondel, gell? Dann haben wir gedacht, naja, das war jetzt schon Erlebnis genug. Was passiert? Ja. Und auf das geht auf den Jager und schreibe einen Bericht für meine Chefin, das weiß, wie so ein Gondelfahrt funktioniert. Und den wird dann Oli dann im nächsten wieder sitzen, gell?